Sein Spitzname ist Mad Dog. Als Weltmeister im Mixed Martial Arts hat er viele blutige Kämpfe gewonnen. In Münster muss er sich nun für die größte Niederlage seines Lebens verantworten. Nicht im Käfig, sondern vor Gericht. Schuld daran sind 700 Kilo Kokain. Amtsgericht Münster. Ein Muskelberg vor Gericht. Und so schwer wie diese Muskeln wiegt auch die Anklage. 700 Kilo Kokain, geschmuggelt nach Deutschland, geschmuggelt von ihm. Deji Kaleyaye, auch bekannt als Mad Dog, also wilder Hund. Als Mixed Martial Arts Kämpfer boxt sich der 43-Jährige weltweit durch die Käfige, wird sogar MMA-Weltmeister. Parallel arbeitet Mad Dog als Türsteher und betreibt ein Sportstudio. Doch trotz Weltmeistertitel ist Mad Dog am erfolgreichsten mit seiner Autowerkstatt. Im Rahmen seiner Kfz-Werkstatt konnte er Autos entsprechend umbauen, damit die ideal zum Transport von Drogen eingesetzt werden können. Und das hat sich in der Szene rumgesprochen und da ist er auch direkt angesprochen worden. Der Auftrag, Safes in Schmuggelautos für Drogendealer zu bauen. Doch das bloße Safe-Einbauen reicht dem Käfigkämpfer nicht. 2018 beginnt er selbst, Marihuana von Holland nach Deutschland zu schmuggeln. Ab 2019 auch kleine Mengen an Kokain. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie wird die deutsch-holländische Grenze geschlossen, der Drogenschmuggel riskanter, Preis und Nachfrage für Kokain steigen ins Unermessliche und Mad Dog wittert eine Chance auf schnelles Geld. Mit Ladungen von bis zu 100 Kilo, entspricht einem Straßenwert von 2 Millionen Euro, beginnt der Käfigkämpfer seine Route in den Niederlanden, fährt mit dem versteckten Rauschgift über die deutsch-niederländische Grenze, bringt das Kokain nach Hamburg oder in die Hauptstadt. Mad Dogs Gehalt pro Kilo 550 Euro für Transporte bis nach Hamburg, 650 Euro bis nach Berlin. Die illegale Schmuggelware beschützt Deji Kaleyaye teilweise sogar mit einer Kalaschnikow. 4 Monate lang kassiert Mad Dog so ab. Im August 2020 will er mit dem Kokainschmuggel Schluss gemacht haben. Doch 2 Jahre später holt ihn seine Kokainvergangenheit ein. Nach Auswertung von Encrochats wird der Käfigkämpfer im Mai dieses Jahres festgenommen, steht jetzt in Münster vor Gericht. Und dann sprach er ja von einer ganz heftigen und kurzen Zeit, nämlich in 4 Monaten über 700 Kilo Kokain durch die Gegend fahren. Das ist schon eine Hausnummer. Findet die Staatsanwaltschaft auch und fordert 7 bis 9 Jahre Haft für den 43-Jährigen. Doch Deji Kaleyayes Justizkampf ist noch nicht vorbei. 8 Verhandlungstage sind insgesamt angesetzt. Ja, und unser Chefreporter Frank Schneider war heute beim Prozessauftakt dabei. Frank, wir haben gerade gehört, dass Mad Dog 2 Jahre, nachdem er aufgehört hatte zu schmuggeln, durch Encrochats aufgeflogen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Was genau passiert da? Ja, vielleicht muss man überhaupt erst mal noch mal erklären, was war eigentlich Encrochat. Encrochat waren sogenannte Krypto-Handys, also verschlüsselte Handys Ende zu Ende. Wir kennen das alle bei WhatsApp, da steht das auch, aber da war das wirklich so. Das war ein eigenes Netzwerk. Diese Handys konnten sich nur in dieses Netzwerk einloggen. Man brauchte so ein Handy. Er hat heute auch vor Gericht gesagt, das kostete 1.300 Euro so ein Handy und noch eine Servicegebühr jeden Monat. Und dann konnte man miteinander kommunizieren, ohne dass jemand mitlesen konnte. So dachten jedenfalls die Kriminellen. So hat es auch mehrere Jahre geklappt. Und dann hat die Polizei in Frankreich dieses Netz geknackt und konnte dann live mitlesen, was Verbrecher planen. Aber auch rückwirkend, natürlich auswerten, wer hat was gemacht. Und da man sich auch Fotos zugeschickt hat von den Drogen, es ging ja teilweise um Einzellieferungen zwischen 80 und 100 Kilo, da hat dann eben dieser Mad Dog diese Proben angekratzt, hat seinen Auftraggebern Fotos davon geschickt, hat auch genau geschrieben, was er transportiert und damit konnte er natürlich überführt werden. Und dann klingelte es 2 Jahre, nachdem er aufgehört haben will, plötzlich an seiner Wohnungstür und dann stand die Polizei dort und er sagte, damit hat er die ganze Zeit auch gerechnet. Fangen in 4 Monaten so eine große Menge Kokain zu schmuggeln, also 700 Kilo, das muss man sich mal vorstellen. Weiß man, woher das kommt und für wen das auch bestimmt war? Ja, es war bestimmt insbesondere für einen großen Auftraggeber aus Hamburg, der auch Berlin mit versorgt hat. Und das muss man sich mal vorstellen. Er hatte ihm auch schon angekündigt, da kommen große Mengen, da kommen 400-500 Kilo über den Rotterdamer Hafen, teilweise über den Hamburger Hafen. Und ich brauche pro Woche bis zu 30 Kilo pro Stadt. Und das ist offenbar auch genau die Menge, die er dort umgesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Endkunden in Anführungsstrichen er gehabt haben muss. Und er sagte heute vor Gericht, der Auftraggeber, übrigens ein Deutscher aus Hamburg, der mittlerweile auch schon selber verurteilt worden ist zu einer 12-jährigen Haftstrafe, der hat ihm gesagt, er hätte gute Kontakte zum Kali-Kartell und das scheint auch so zu sein, sagte er vor Gericht, denn
Er hat fürs Kilo nur 26.000 Euro bezahlt. Normalerweise wären um die 30.000. Das würde zeigen, da wären nicht viele zwischengeschaltet. Er scheint direkte Kontakte zu haben und hohe Mengen abzuholen. Und das ist ähnlich wie in einer Netflix-Serie Narco, die wir alle kennen, wirklich aus vom Cali-Kartell und Kolumbien. Das ist wirklich also wie ein Krimi geschrieben, diese Anklage, wenn man liest, welche unglaublichen Mengen da durch Europa transportiert werden, von Holland eben nach Deutschland, und welche unglaublichen Mengen auch verbraucht werden von Endverbrauchern, zeigt, dass das Kokain offenbar wirklich ja gefühlt auf jeder zweiten Party zu Hause ist. Frank, vielen Dank dir. Du verfolgst diesen Prozess natürlich für uns weiter.